Hallöchen Freunde und willkommen zu einem neuen Part Rayman Legends. Wir sind in der Bonuswelt tatsächlich endlich angekommen und hier werden wir jetzt das Orchestral Chaos in der 8-Bit-Ausgabe hören. Es gibt hier drei Kleinlinge zu finden und einige Looms zu sammeln. Mal schauen, ob wir das alles auf Anhieb schaffen. Yeah! Auf jeden Fall mit sehr interessantem Kameraeffekt wieder, wie ich sehe. Na, ob wir das schaffen? Alter Schwede. Was für ein Störsignal. Das wird ja ein großer Spaß beim Rendern. Weil Videos mit so einen Effekten sind immer... Oh, das tut ja weh in den Augen. Von der Dateigröße immer ziemlich groß. Auch schon bei Donkey Kong Country war das so, dass es da eine Winterstage gab, wo es einfach... Oh, wo einfach die ganze Zeit geschneit hat und das war immer die größte Datei, die man so bekommen konnte. Alter Schwede, okay, ich verstehe schon. Hier muss ich so schnell wie möglich... Diese Stage muss ich so schnell wie möglich abschließen, weil man das nicht lange sich angucken kann. Alter Schwede, was für Augenkrebs. So, probieren wir nochmal unser Glück. Oh je, mein Gott, ey. Oh. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt. Ansonsten bin ich nach dieser Aufnahmesession tot oder so. Dann werden meine Augen noch schlechter. Ich habe schon eine Brille, ey. Oh je, oh je, oh je. Also das mag ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ist zwar nett, dass die sich so Sachen ausdenken, aber das ist ja Folter. Heiliges Kanonenrohr. Na gut, wir schaffen das, Leute. Auch diese Stage schaffen wir. So, bam, bam, bam und dann... Oh Gott, zum Glück haben wir den bekommen. Ich sehe nicht mal, wo ich langlaufe, Alter. Das... Oh Gott, ey, diese Stage, die mag ich überhaupt nicht. Das ist die schlimmste Stage des Spiels. Ich sag's euch an dieser Stelle. Und es gab nicht mal einen Checkpoint bis dahin. Ich war doch voll weit. Wieso gab's keinen Checkpoint? Oh Mann. Ja, das Lied ist natürlich toll. Das ist natürlich der eigentliche Grund, wieso wir hier sind. Das ist ja eins dieser tollen Musiklevel, weil in dieser Bonuswelt sind scheinbar ja jede Level solche Musiklevel. Deswegen müssen wir das ja auch ein bisschen würdigen hier. Oh, aber dieser Fernseheffekt hier, der hätte nur nicht sein müssen, meiner Meinung nach. Na gut. Naja, gut. Kriegen wir hin. Kriegen wir alles hin. Und übrigens, falls jemand das noch nicht mitbekommen hat, wir werden auch von einer Lavawand verfolgt. Sehe ich nur gerade so aus dem Augenwinkel. Aber das ist ja auch nur zweitrangig, ne? So. Yes, Looms. Looms sind cool. Oh, Alter, den Gegner habe ich kaum gesehen, ey. Was ist das für eine Kacke? Wer hat sich das denn ausgedacht? Ernsthaft? Um Himmels Willen. Was soll der Scheiß? Ich glaube, ich muss gleich mal ein bisschen größeren Abstand zum Monitor nehmen, falls ich noch einmal faile, weil sonst habe ich echt irgendwie Angst um meine Gesundheit. Es ist nämlich relativ nah dran, irgendwie einen halben Meter entfernt oder so. Halt normale Monitorabstand, wenn man Tastatur direkt vor dem Monitor hat. Aber ich glaube, für dieses Stage ist das hier nicht gerade am besten geeignet. Ich glaube, hiernach kann ich erstmal einen Arzt aufsuchen. Und außerdem möchte ich natürlich auch die Dateigröße nicht unnötig in die Länge und in die Höhe ballern. Deswegen wäre es mir schon lieb, wenn ich das jetzt relativ zeitnah schaffen würde. Oh je, das wird eine große Datei, Freunde. So, bitte hier rauf. Sehr schön, haben wir das schon mal geschafft wieder. Jetzt kommen wir in eine ganz ekelhafte Stelle. Weg mit dir, du Wurst. So, springen. Nein! Oh, die gleiche Kacke. Okay, warte, ich muss ein bisschen mehr Abstand nehmen. So. Okay. Ja. Alles neu kalibriert hier. Dann probieren wir es erneut. So, diesmal jetzt mit 1,5 Metern Abstand. Vielleicht läuft es jetzt ja besser. Oder das ist einfach nur... Aberglauben. Das kann natürlich auch sein. Der gute alte Aberglauben. So, weiter geht's. Hier an den schönen Ring. Na, die ersten Sachen hier, die prägt man sich auch relativ leicht ein. Ist einfach eigentlich nur Gedächtnistraining. Wann kommt welcher Gegner? So wie die guten alten Mega Man-Spiele für das Nintendo, für das NES. Da musste man ja auch auswendig lernen, an welcher Ecke die Gegner immer spawnen und so. Das ist hier ganz ähnlich, weil man sie einfach nicht sehen kann. Natürlich ein großer Nachteil. Wenn man auf einmal so eines Sinnes beraubt wird, ist natürlich schon ziemlich blöd. Jetzt kann man erst... Nee, man kann sich nicht mal jetzt vorstellen, wie das ist, aber... Bestimmt schrecklich, wenn man auf einmal so einen Sinn einfach verliert. So, ich möchte das gerne schaffen jetzt. Ich möchte nicht... Nein! Oh Gott! Lebe ich noch? Ich lebe noch, okay. Ich habe 2 von den Kleinlingen und ich bin weiter als je zuvor. Das ist natürlich ziemlich sweet und ich werde von einer Ranke verfolgt. Das finde ich nicht gut. Wo bin ich? Lebe ich noch? Ich glaube, ich habe jetzt zu viele Looms verkackt, um noch den Goldpokal zu bekommen. Ah, ich bin sowieso gestorben. Oh, was für eine Scheiße. Und wieder ganz am Anfang, Alter. Habt ihr schon mal was von Checkpoints gehört, ihr miesen Spieleentwickler? Ernsthaft, was soll dieser Kack?
Oh Mann. Also ihr merkt schon, diese Stage liegt mir nicht sonderlich. Idee ist zwar recht nett, aber meiner Meinung nach hätte man da auch ruhig einen freundlicheren Videofilter einbauen können und nicht so eine Scheiße hier. Naja. Einfach mal weitermachen. Wir zocken hier weiter, bis wir das endlich mal schaffen. Ist ja zum Glück kein Time Trial, sodass wir, selbst wenn wir ins Ziel kommen, das nochmal machen müssten. Das größte Kack wäre natürlich, wenn wir nicht alle Kleinlinge bekommen und dann ins Ziel schaffen. Weil dann muss ich so oder so nochmal spielen, weil alle Kleinlinge ist das Ziel dieses Let's Plays. Wir möchten alle 700 schaffen und wenn ich hier nur einen verpasse, ist dieses Ziel nicht mehr erreichbar. Und das wäre ziemlich kacke. Deswegen müssen wir uns hier anstrengen. Endlich mal anstrengen hier. So, da haben wir ihn. Oh, dieser Sprung. Dieser Sprung ist der schlimmste von der ganzen Stage. Da bin ich jetzt schon irgendwie 3 oder 4 Mal draufgegangen bei. Dieser eine Jump. The Jumperino. Die Musik erinnert mich ein bisschen an die Schlümpfe-Spiel für das Super Nintendo. Das hatte ich damals. Oder war das für ein Game Boy? Weiß ich gar nicht mehr. Ich bin jedenfalls nie weitergekommen als die Stage bei dem Fluss. Da musste man über solche Blätter im Fluss springen. Oh, das war richtig schlau. Und da bin ich immer gestorben. Und das war irgendwie das zweite Level oder so. Damals war ich halt noch nicht so gut. Ich glaube, das Spiel war grundsätzlich auch nicht so geil. Aber ich hatte halt die Schlümpfen-Kassette immer, ne? Mit den lustigen Stories zum das Hörspiel. Fand ich immer richtig geil. Und ja, deswegen haben meine Eltern gedacht, hey, das Videospiel ist genau das Richtige für den kleinen Racker. Und deswegen habe ich dann die Schlümpfe gezockt. Immer. Dieses Flusslevel und immer gestorben. Dann habe ich geheult und so. Und dann habe ich wieder eine Kassette gehört von den Schlümpfen und dann war alles wieder in Ordnung. So ist das, ne? So, weiter geht's. Das ist so wie heute die Jugend. Die hören ja heute auch die GTA 5 Kassetten und so. Und dann spielen die GTA 5 und dann verlieren die irgendwann und dann weinen die. Und um sich abzureagieren, hören die dann wieder eine GTA 5 Kassette. Also so als Beispiel. Gibt's natürlich auch mit Dead Space und so. All die ganzen Kinderspiele. So, jetzt der gefährliche Sprung. Haben wir es geschafft? Oh mein Gott, ich glaube, wir haben es geschafft. Ich glaube, ich sollte ein bisschen mehr den Propeller benutzen an der Stelle. Also, dass Rayman sich mit seinen Haaren ein bisschen in der Luft halten kann. So wie der Flatterflug von Yoshi. Fuck! Oh Mann, ey, das ist doch echt scheiße. Oh, meine Freunde, ich glaube, dieser Part wird ein großer Spaß für Jung und Alt. Falls jemand das jetzt noch nicht vorgespult hat, dann seid ihr wohl krank. Ich empfehle das jedem vorzuspulen. Denn das hier, das kann man ja niemandem zutrauen. Also nicht, weil ich so schlecht spiele, sondern weil der Grafikeffekt einfach so ultra scheiße ist. Oh, meine Güte, ey. Ich hoffe, ich kann ihn irgendwie... Ich habe da jetzt kein Trauma von dieser Stage. Und ich hoffe, die bauen das nicht irgendwo sonst nochmal ein. Das ist doch so wie bei irgendeiner Pokémon-Folge, die früher mal im Fernsehen lief, wo die das Ausstrahlen abbrechen mussten, weil da so viele Kinder kollabiert sind, weil so viele Schwarz-Weiß-Abgleiche in der Folge vorkamen. Kennt ihr das noch? Oder kennt ihr die Geschichte davon? Das war auch so ein Ding. Und ich glaube, das hier ist was ganz Ähnliches. So, weiter jetzt hier. Die scheiß Kartoffelkämpfer, die interessieren mich hier jetzt gar nicht. Den jump ich einfach auf die Rübe. Und hier Wrestling Bro, der bekommt ordentlich einen Tritt ins Face. Und dann soll er auch mal seine Schnauze halten jetzt. Ich glaube, diesmal klappt es. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Man muss immer positiv denken, Freunde. Das ist der Schritt zum Erfolg. Auch bei Klausuren oder so. Oder bei einem Date oder so, keine Ahnung. Man muss immer positiv denken. Dann hat man ein ganz anderes Mindset und dann macht man auch andere Sachen. Stellt sich auch anders an und so. Und das ist hier auch bei Rayman so. Das hier ist eine Lektion für das Leben. So, weg mit dir, du Kackwurst. Okay. Ich lebe. Okay, ich glaube, den Sprung habe ich jetzt gemeistert. Ich weiß, wie der geht. Ich wünschte nur, die würden hier mal Checkpoints einbauen. Also, da wäre ich voll begeistert von. Nein, ich... Oh Mann, ey, was soll denn der Käse? Das ist doch scheiße hier. Die Stage wäre so unfassbar leicht, wenn dieser Kack-Grafikeffekt nicht wäre, ne? Das ist ja lächerlich. Nur wegen sowas... Das hier wäre Stage 1.1 oder so. Oder 1.2 von der Schwierigkeit her, wenn dieser Grafikeffekt nicht wäre. Das ist echt lächerlich. Oh, meine Freunde. Meine Freunde, das ist hier nicht der größte Spaß, den ich jemals hatte mit diesem Let's Play. Ich frage mich, ob andere diese Stage richtig feiern. Kann natürlich sein, dass das nur so eine persönliche Meinung ist hier. So eine subjektive Darstellung. Aber ich finde es richtig scheiße. Muss ich jetzt mal so sagen.
Ich müsste mehr auf die Musik hören, glaube ich, weil es ist ja immerhin noch so ein Musiklevel. Na, oh, jetzt habe ich den Kleinen verpasst. Okay, kann ich mich auch umbringen. Die Musik hilft einem übrigens gar nicht. Habe ich mal versucht, ein bisschen drauf zu achten. Das ist auch nur Aberglaube gewesen, dass die Musik hier einem weiterhilft. Nee, die Musik ist überhaupt nicht. Das bringt gar nichts. Die Musik hier ist absoluter Müll. Also helfen tut die für den Rhythmus der Sprünge überhaupt nicht. Das war bei den Welten davor aber so. Bei der ersten und zweiten Bonus-Stage hier in dieser Welt. Aber hier leider nicht. Dann ist das hier vielleicht kein so ein Musiklevel. Vielleicht ist das ein anderes. Kann natürlich sein. Jump, jump, jump. Und du wirst befreit. Sehr gut. Wir haben alle Looms und alle Kleinlinge bis jetzt. Sehr gut. Bitte schaffen wir es jetzt weiter. Das wäre geil. Möchte das endlich mal klappen. Das ist... Oh na, oh Rayman, du Wurst. Hätte ich noch so einen Analogfernseher, hätte ich gedacht, das läge jetzt daran. Und hätte ich ordentlich mal raufgeschlagen. In der Hoffnung, dass es dann wieder gefixt ist. So war das ja früher immer. Oder einfach mal die Cartridge rausnehmen und reinpusten. Das, wo immer drin gewarnt wird in den Spieleanleitungen, dass man das ja nicht machen soll. Most ignorierte Hinweis in Gaming History. Das kennt ihr bestimmt auch noch, ne? Damals die ganzen Super Nintendo, Nintendo und Nintendo 64 Cartridges, also Spielkassetten. Wenn die mal gestockt haben und nicht funktioniert haben, einfach rausnehmen aus der Konsole, einmal reinpusten in den Schacht und dann geht das auf einmal wieder. Seit der PlayStation und CDs geht das leider nicht mehr so gut, diese Methode, das zu reparieren. Ah, gut. Dann kauft man sich das Spiel halt leicht nochmal, wenn es einmal nicht geladen wird. Vermutlich liegt es daran. Das ist ja auch so eine Intrige. Gibt es ja auch in mehreren Sachen. Zum Beispiel auch am Bahnhof. Da werden die Züge ja auch so spät wie möglich reingefahren, damit die Leute sich noch... damit so viele Leute wie möglich noch sich Heißgetränke kaufen an diesen komischen Automaten da, wo das total überteuert ist. Oh yeah, ich lebe. Ich lebe noch. Noch zumindest. So, probieren wir unser Glück. Da ist der letzte Kleinling. Den hätte ich gerne. Ich sehe nichts. Wo bin ich denn? Oh, wo? Das ist doch voll scheiße. Man ist komplett blind hier. Das ist voll der Kacklevel. Ich hasse es. Wenn ich es bis zum... Okay, wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann schneide ich bis zu dem Versuch, wo es endlich mal gelingt. Weil das ist echt lächerlich, wenn wir das letzte... Wenn wir den nächsten Part und den übernächsten und den danach auch noch hier für dieses Kacklevel investieren müssen. Das will keiner sehen. Deswegen muss ich mich da gezwungen sehen, hier wieder meine professionellen Schneideskills beim Video-Editing zum Vorschau zu bringen. Sodass wir nach diesem Versuch schneiden zu dem, wo es denn letztendlich klappt. Ich freue mich schon sehr darauf, weil ich dann endlich keinen Bock mehr habe auf diese Kack-Stage. Ey, die sind nämlich super nervig. Ich muss nochmal gleich auf die Uhrzeit gucken, um nur abzugleichen, wie lange ich dann brauche für den Versuch. Das wird bestimmt einiges an Zeit beanspruchen. Und das ist heute jetzt endlich mal ein Tag, wo ich Zeit hätte aufzunehmen. Und das hier ist der erste Part, den ich aufnehme heute. Und dann bin ich mit dem Rest des... Also ich habe jetzt ungefähr 2-3 Stunden Zeit fürs Aufnehmen. Ich wollte eigentlich auch noch ein bisschen Pikmin machen, ein bisschen Rayman. Aber so wie es aussieht, wird das nur bei dieser Stage bleiben. Ich wette, ich werde hier über eine Stunde dranhängen. Das ist ein großer Spaß. Und danach brauche ich sowieso erstmal eine Pause, weil mit diesen Grafikeffekten, das ist nicht zumutbar. Keine Menschen. Wir brauchen übrigens noch 50 Looms, habe ich gehört. Nein, was ist der? Oh Mann!
Wow, okay. Jetzt hat es doch im ersten Versuch geklappt. Genial, dann muss ich ja doch nicht schneiden. Wow, wir haben es endlich geschafft. Und wir haben auch zum Glück genug Looms eingesammelt, weil ich diesen einen Runtersprung geschafft habe. Alter Schwede, aber jetzt brauche ich erstmal eine Pause. Also ernsthaft, Leute. Oh, jetzt erstmal einen Spaziergang im Park oder so. Oder ein schönes Bad in einer heißen Wanne. Eine dieser beiden Optionen werde ich wahrscheinlich wahrnehmen. Und dann habe ich noch irgendwie 15 Minuten für einen zweiten Part aufzunehmen heute. Bei meinem schönen 3-Stunden Zeitslot, den ich mir extra freigeräumt habe. Ah, naja, aber nächstes Mal geht's hier weiter mit Gitarro-Wirbel in der 8-Bit-Ausgabe. Ich hoffe, nicht ganz so schlimm wie das Level eben. Naja, bis zum nächsten Part, Leute. Tschüssikowski.